So Leute, guten Morgen. Ein neuer Tag hat angefangen. Es ist 7:30 Uhr morgens und ich wollte euch jetzt mal so ein bisschen die Kulisse hier zeigen. Wie ihr seht, sind meine Haare noch nicht gemacht, weil mein Lockenstab noch bei Denise und Mariam im Zimmer ist und ich mir Locken machen muss und die noch schlafen, egal. Auf jeden Fall sieht es ja einfach mega cool aus, finde ich. Also es ist halt so richtig so bauernhofmäßig ein bisschen. Also keine Ahnung, ich komme ja aus Berlin und da kenne ich sowas irgendwie nicht so. Aber es ist echt mega, mega süß auf jeden Fall. Hier ist halt so eine kleine, keine Ahnung was, Spielplatz. Ich finde es mega schön. Und da ist halt einfach dann so ein riesen Feld. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann. Und hier ist auch so eine riesen Scheune, die ist mega cool. Und da sind dann halt die ganzen Zimmer, wo wir alle wohnen und wo auch gedreht wird. Das ist nämlich ganz witzig. Wir wohnen nämlich wirklich in den Zimmern, wo gedreht wird. Finde ich irgendwie mega cool. Ja. Ich werde jetzt mal versuchen, Denise und Mariam zu wecken, um mir dann die Haare zu machen. Und genau. Dann melde ich mich danach wieder. So, ich habe mir jetzt... Oh, scheiße, ich hab vergessen zu vloggen. Ich habe mir jetzt meine Locken gemacht und Maria macht sich gerade auch ihre Locken. Hallo. Und dann geht's jetzt auch schon direkt los und yes. Wir holen uns jetzt schnell Frühstück. Ganz schnell. Wir Liebe. Eigentlich geht's jetzt schon los, aber... Mit. Ich nehme jetzt einfach so ein Brötchen. Nein, Mann. Nimm doch. Mal mit Belag mit und legst in dein Zimmer und dann isst du es nachher. Bist du doof oder so? Mm-mm. Okay, dann nicht. Guck, hast du das gerade aufgenommen? Bist du doof oder so? Ruhe bitte. Ich weiß echt nicht, was momentan los ist. Los, leg los. Wow. Was ein Kanacken-Move. Ja, war. In Kreuzberg und Köln alle Kanacken sehen. Die machen genau das, das ist in, Leute. Wenn ihr Kanacken seid, wollt ihr machen. Wir erkunden jetzt die Scheune. Irgendeine Scheune. Geheime, verlassene Orte. Das Auto ist echt krass. Aber es ist voll dunkel hier drin. Oh, man sollte hier rausfahren. Das ist ein geiles Auto, Alter. Das ist ein Mega wieder. Hier kann man keine Fotos machen. Nee, aber wenn das Auto rausgeht, dann können wir mit dem Auto richtig. Schau mal, wie nice das von innen aussieht. Das ist echt geil, das Auto. Das ist oldschool. Alter, da hätte ich sogar tatsächlich Bock, so. Boah! Wir beide könnten so oldschool. Krass! Ja! So richtig. Oh, krass! Man kann, hier sogar rein. Das wäre geil. Wenn man die gut fotografiert. Ist ja geil. Wollten einige. Also, wir ziehen uns vorher. Entschuldigung! Oh, voll süß! Voll die süße Scheune! Oh, ich finde das voll schön hier. Das sieht so richtig geil aus. Ey, hier ist sogar gerade voll das gute Licht. Hier ist so. Sonne. Guck mal, er macht sich schon richtig. Wow. 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 Guck mal, er macht sich schon richtig gut. Ey, dürfen wir hier überhaupt rein? Keine Ahnung. Ich dachte, ihr meintet mit Scheune so einen Spielplatz da hinten. Alles gut. Aber es ist echt mega schön. Es ist echt voll cool hier, muss ich sagen. Oh, gar nicht überbelichtet. So, jetzt ist hier ein kleines Fotoshooting. Aber nicht mit dem Auto, wir machen das später. Shake that booty. Hörst du die Mistgabel noch in die Hand nehmen? Ich find's richtig cool hier. Ja! Hast so. Du nicht den Bauernoutfit? Bauernhof. Du musst es von Georg anziehen. Das Outfit. Oh. So, wir sind jetzt im Bus. Und drehen die Busszenen. Schatz, bei dir läuft. Guck doch, hallo, du sollst die Gardine zumachen. Läuft. Einmal fertig. Einmal so machen, einmal Power. Gardine. Gehst du die Gardine richtig rein? Ja. Laufen wir? Wir laufen. Okay, 1, 1, 2, Take 2. Nochmal das gleiche. Ready? Noch einmal das gleiche, ein letztes Mal noch. Und bitte. 1, 2, 3. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin. Ey, wir fahren nicht nach Berlin, wir fahren raus aus Berlin. Ihr seid echt zu blöde.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? It's the final countdown. Yay, oh, Felix, die Sonne. Zwei, drei Fotos jetzt noch, wenn du Zeit gerade noch da ist. Könnte ich gerade noch Fotos noch gerade, wenn wir noch fahren. Close. I'm getting so hot. I want to take my clothes. Oh mein Gott, mein Apfelsaft. Mein Apfelsaft fällt runter. Kaya macht jetzt ihr Rehgesicht. Warte, Fokus. And go. Wir sind im Wald. Zeig den Baum erst. Wir sind im Wald, da ist Baum. Da ist ein Reh. Er schießt. Und tot, Ende. Und tot, das war's, danke. So Leute, ich habe das Gefühl, dass ich immer aus dem Bad filme, aber egal. Ich habe mich jetzt gefühlt 20 Mal umgezogen, und weil wir Passieren gedreht haben. Und jetzt werde ich mich gleich wieder umziehen müssen, weil wir eine Wanderszene drehen und ich habe gar keine Lust zu wandern, aber egal. Und genau, wir haben jetzt gerade was gegessen und ja, jetzt bin ich erstmal voll und ziehe mich jetzt um. Und dann nehme ich euch mit zum Wandern. So, wir gehen jetzt wandern. Ja, haben wir nachts mal, okay. Fatma, ey. Ich heiße Layla. Hör auf, die denken, ich heiße wirklich Fatma. Layla heißt sie in der Serie. Warte mal. So Leute, wir sind jetzt hier draußen und gehen wandern. Sie blockt jetzt auch. Ja. Weil wir denken immer nicht dran und erinnern wir uns immer gegenseitig. Hello. Yes. Und hier ist unser Wanderweg da vorne irgendwie. Genau. Und da müssen wir jetzt so einen Klassenausflug spielen und deswegen sind wir auch hier gerade alle versammelt und gehen wandern. Guck mal, da sind wilde Schafe. Die standen hier gerade einfach auf der Straße. Oh mein Gott. Oh, die anderen sind schon da vorne. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, die sind gleich wirklich. Ich schwöre. Stell mal vor. Ich schwöre, die sehen so aggressiv aus irgendwie, aber irgendwie auch süß. Ja. Ja, die anderen sind schon da vorne. Wir beeilen uns dann jetzt mal. Hier ist einfach Dorfleben. Fährt einfach so random so ein Traktor lang. Und da sind so, ich weiß nicht, die was haben das Boden ist. Auf den Nasen. Die sind kannst irgendwie du da komisch, ja. Okay, du zoomst doch hier. Hier. Lass mal los. Da kann man auch zoomen, ich drehe immer. Ja, man sieht die Hoden nicht. Nee, ja. Ja, die sind ein bisschen komisch, aber na gut. So, hier ist gerade mega das schöne Licht. Ja, ja. Kleines Foto. Kleines. Sieht mega schön hier aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht geil, funktioniert. Aber es sieht mega cool aus. In diesem Wald. Nein, heute Morgen. Jetzt ist wieder dunkel. Gib mich mal rein. Also, mit oder ohne? Sieht echt mega schön aus in diesem Wald hier. Ganz klar. So, Leute, ich muss jetzt zum nächsten Dreh, und zwar wird jetzt eine Drogenparty gedreht und es wird richtig witzig. Also ich soll so tun, als ob ich halt Drogen nehme. Und ja. Die Drogenparty. Ja, Leute. Ja, okay. Das ist so ein bisschen, Drugs. Kommt jetzt, oder? Liegen da. Hier auch ein paar Pillen. Ja, ich bin ready. Englisch. It's okay. Okay. Okay, we are on an English set. Yeah, we are on an English set. Also English set. 5-2, take 1. Yeah, an English stand. 5-2, the one take. The take one. Okay. So, und jetzt musst du... Weißt du, wo du hinschauen musst? Hier so. Ja. Und bitte. Es wäre echt ärgerlich, würde Frau Ostermann jetzt die Party crashen. Ich meine, heute könnte der Abend sein, an dem ich und Jost... Nee, sorry. Jost. Ja, ja. Ich würde ein bisschen höher gucken. Cool. Ja, okay. Okay. Und... Es wäre echt ärgerlich, wenn Frau Ostermann heute die Party crashen würde. Es könnte wirklich der Abend sein, wo Just und ich uns, naja, näher kommen. So Leute, wir chillen jetzt hier gerade. Jetzt hören wir die Musik. Mann! Okay, bereit? So Leute, ich gehe jetzt
schlafen. Der Tag ist vorbei. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Morgen drehe ich den letzten. Also ihr seht ihn dann in ein paar Tagen. Und ja, morgen ist nämlich der letzte Drehtag. Und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Ja, schaut auf jeden Fall bei der Serie vorbei. Ich habe die natürlich unten verlinkt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Muah!